Willkommen zu Fears of Phantom. Phantom, glaube ich, heißt es. Ich weiß es bei jedem Teil nicht. Wir haben schon Home Alone gespielt, Norwood Hitchhike, Carson House und heute geht's weiter mit Ironbark Lookout, einen Firewatch Tower und wir lieben es aus Studio Copy, ich weiß. Und das werden wir heute spielen. Ich bin sehr gehypt. Hier sehen wir einmal schon so ein bisschen, was uns erwartet. Ich habe ein bisschen Angst. Die Musik ist gruselig, aber wir haben Bock. Über Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Über ein Abo auch. Und meine Live-Community ist gerade auch dabei. Die sind mega hyped. Und sagen euch alle Hallo. Also wenn ihr auch mal live dabei sein wollt, kommt vorbei auf www.twitch.tv/nude-live. Die klippen auch immer lustige Dinge für euch. Ich habe mega Lust. Wir gehen rein und ich würde sagen, let's go. Dann Episoden und rein da. Neues Spiel. I'm in. Years of Phantom Episode. Ironbark Lookout. Mai der 12. Hey, ich habe mitbekommen, dass du Geschichten suchst, als ich einem YouTuber zugeschaut habe, der Fears of Phantom Carson House gespielt hat. Das ist witzig. Was ich jetzt erzähle, geschah, als ich etwa 24 Jahre alt war. Ich kann euch übrigens auch die Part 1, 2, 3 empfehlen. Die verlinke ich euch unten. Schaut ihr euch an, die sind geil. Es fühlt sich etwas komisch an, das jemand zu erzählen, weil die Geschichte absurd und eigenartig ist. Aber ich denke, es wird mir helfen, mit den ganzen Erinnerungen besser klarzukommen. Ich weiß, die Geschichte woanders zu teilen wäre eine dumme Idee, weil Leute sagen würden, ich würde lügen. Während ich dies schreibe, war dies die schrecklichste Erfahrung meines Lebens. Bum, bum, bum. Ich bin Jack Nelson. Ich hatte einen Minijob als Parkwächter im State Park. Ich war als Feuerwächter in einem der größten Wälder im pazifischen Nordwesten stationiert. Kilometerlange, dichte Wälder, die von der Forstverwaltung verwaltet werden. Ich hatte eine Bezahlung, mit der ich über die Runden kam. Aber ich konnte mir nie schicke Klamotten, eine leckere Mahlzeit oder sonst was leisten. Meine größte Leistung bis jetzt war ein Wohnmobil, das ich mir mit der finanziellen Hilfe meines Vaters leisten konnte. Das Wohnmobil war das einzige Zuhause, das ich zu der Zeit hatte. Das eine Mal musste ich zu einem anderen Feuerwachturm wegen offizieller Umstände. Es war nur ein kleines Problem für mich, weil ich in meinem Wohnmobil gelebt habe und Reisen geliebt habe. Ich verabschiedete mich kurz und machte mich auf den Weg zum neuen Standort. Es war circa eine 2 Stunden Fahrt. Oh oh. Ah, das bin ich. Nice. Ach ja, wunderschön. Eine 2 Stunden Fahrt. Super. Was habe ich denn da für eine Lampe hängen? Hä? Wie alt ist denn das hier? Hä? Ach, sein Wohnmobil, deswegen, hat er ja gesagt. Ne? Oh, fuck, ich muss fahren. Oh nein, dieses Geräusch und diese Messages. Oh, furchtbar. Ja, also wir lesen erstmal alles. So. Also, er hat geschrieben, herzlichen Glückwunsch zur Versetzung. Fühlen Sie sich bereit für den Wechsel? Wollt ihr dir nur Bescheid geben, dass du zum Turm 11 zugeteilt wurdest? Willkommen an Bord. Ich bin übrigens Mich aus Ironbark. Mich? Vielen Dank, heißt wahrscheinlich Mike. Habe schon eine Menge von Josh über dich gehört. Freue mich schon, dich persönlich kennenzulernen. Ich habe gerade meine ID bekommen. Deine Schicht startet um 12. Hört sich gut an, werde da sein. Gibt es noch etwas, das ich wissen sollte? Ich habe deine Papiere. Du musst nur deine ID mitbringen. Josh hat mir erzählt, dass dieser Job nichts Neues für dich ist. Darf ich dich etwas fragen? Sicher. Warum hast du dich für diesen Job genau entschieden? Ich weiß nicht, wie ich das beantworten soll. Ich mag einfach den Nervenkitzel oder das Fehlen eines solchen, schätze ich. Tut mir leid. Ich frage das jeden, der hier anfängt zu arbeiten. Menschen, die sich auf der Suche nach einer Auszeit oder der Entdeckung ihrer selbst anschließen und dann ohne Vorankündigung wieder zu gehen, sind in einem Büro wohl. Also sind in einem Büro wohl besser aufgehoben. Ich bin Iron Horse erst letztes Jahr beigetreten, um ehrlich mit dir zu sein, ohne zu wissen, was mich erwartet. Jedoch ist mir das solidarische Leben. Ich persönlich halte das Stadtleben nicht aus. Bisschen komisch übersetzt. Ich gehöre hier einfach hin und ich bin mir sicher, dass ich mich an Ironbank schnell gewöhnen werde. Gut, ich hoffe, dass es dir besser als der letzten Frau ergeht. Wo kann ich meinen Van parken? Also, du kommst am Freitag. Du kannst dein Auto einfach auf hinten auf dem Schrottplatz parken bei Tor D. Alles klar. Von da musst du zu Fuß weiter. Nimm den Gold Creek Trail. Und von da wird es nach ein paar Stunden bis zum Turm dauern. Was? Ich muss bis zum Turm ein paar Stunden laufen?
Verstanden, danke. Du wirst ja wahrscheinlich Billy am Tor begegnen. Zeig ihm deine ID. Das wäre für mich der Albtraum. Kaya Nelson, der neue regionale Leiter, ist ein echter Arsch. Um ehrlich zu sein, wünschte ich manchmal, dass ich einen Job wie du hätte. In der Natur aufwachen. Ohne irgendeine andere Person einfach dafür bezahlt werden, dem Wind beim Wehen zuzuhören. Ich wünschte, es wäre so einfach, Kay. Um ehrlich zu sein, bin ich fertig mit diesem Job. Bin mir ziemlich sicher, dass ich nächste Saison auch da sein werde. Wie gesagt, du bist hier immer willkommen. Lass uns wissen, wenn du mit Josh reden willst. Es ist definitiv an der Zeit, eine Veränderung zu haben. Apropos Veränderung, meine License. Ich bin Jack Nelson, dann ist es wahrscheinlich meine Schwester? Ironbark. Die schicken mich nach Ironbark nächsten Monat bei der Roseburg. Hab gehört, die haben größere Kabinen für Mitarbeiter und wenig Camper. Ruf mich an. Bin mit Dad, aber werde dich zurückrufen. Er ist meine Schwester. Wie sieht es aus? Noch immer auf dem Weg. Mein Van hat einen Platten. Warum ausgerechnet heute? Ist es nicht zu spät? Wenn du nicht verhungerst, bis du dort ankommst? Ich werde es. Bist du schon in Roseburg? Nee, warum? Okay, ich lese die Sachen immer, weil die sind oft wichtig, um zu checken, wer die Leute sind. Und eine Frage. Ist hier irgendjemand, der in so einem Feuerturm arbeitet? Ich stelle mir das von der Aussicht her schon ziemlich geil vor, aber hat man da nicht Angst? Also wenn ihr irgendwie da arbeitet, schreibt es mir gerne in den Chat oder in die Kommentare. Würde mich interessieren. Also ich fände es bestimmt schön, so im Wald, so diese Stille. Ich hätte Angst. Ich lebte ein sehr einsames Leben. Ja, das glaube ich. Es hilft mir, den Kopf auszuschalten, die Erinnerungen in Schach zu halten. 50, 25, jetzt sind wir in Stuttgart. Boah, mein Auto. Oh, da kommt einer entgegen. Bloß nicht auf die Fahrbahn fahren, sonst bin ich bestimmt tot. Oh, ich hasse das auch im echten Leben auf so Landstraßen, wenn so LKWs oder andere Autos, die einfach entgegenfahren. I hate it. Schon immer habe ich die freie Natur geliebt. Einfach nur von der Natur umgeben zu sein, machte mich glücklich. Es fühlte sich an, als wäre der Wald mein Zuhause. Oh nein, Kyla Nelson. Ich bin gerade on the road. Das, was ich mache, gilt nicht. Man liest keine Nachrichten. Ich glaube, da war ein Diner in der Nähe von Roseburg. Die haben die besten Burger. Okay, dann machen wir das mal. Okay, die Grafik und Quali passt, ne? Die ist ja immer so. Oder? Die kann ich ja nicht besser stellen. Ich glaube, die war immer so trashy. Vielleicht weiß es der Likey. Okay, wäre ganz gut. Wir fahren hier ganz in Ruhe lang und wahrscheinlich kommen wir gleich zu einem Diner da vorne und essen dort erstmal. Yes. Geil. Hier, oder? Roseburg. Diner. Das sieht doch gut aus. Hier ist eine Tanke. Und da vorne ist ein Diner. Okay. Was war das? Ah, ich hab's angeschaut, ne? Ja, Diner, look at this. Look at this. Geil. Wo parke ich denn jetzt? Oh, da ist jemand. Park mal hier hinten. Oh Gott. Zählt das? Oh Gott, Hilfe. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, ich fahre nichts an. So, guck mal, jetzt habe ich doch schön geparkt. Let's go. Wunderbar. Wie komme ich jetzt raus? Zum Aufstehen. Jawohl. Ah, wunderschön. Voll süß. Vanlife, Leute. Süßes Bett. Das ist ja voll der krasse Van. Ey, wir sind mit so einem Ding immer zu 10. die Türkei gefahren. Das war nicht so geil. Das war nicht so geil. Okay. Düdelü. Boah, yummy. Oh, ich hasse es, wenn Leute schmatzen. Oh Gott. Oh, es ist eklig. Oh, es ist furchtbar. Oh Gott, da kriege ich Aggro. Also früher war ich richtig aggressiv, wenn Leute geschmatzt haben. Heute geht's. Aber jemand so schmatzt am Frühstückstisch. Holy shit. Dead. Warum macht Schmatzen uns eigentlich aggressiv? Kann das jemand mal erklären? Hä? Da ist ein Schatten von einem Vogel, der nicht da ist. Game, ich hab dich durchschaut. Ah! Kann das auch nicht? Oh, hey, Girl. Willkommen im Twin River Dinner. Wie geht es Ihnen heute? Gut. Wie sieht es bei Ihnen aus? Nehmen Sie Platz und ich werde sofort bei Ihnen sein. Okay, danke. Warum redet die Kellnerin so erotisch? Bitte lass mich in Ruhe. Eine lange Fahrt hinter dir, was? Wohin gehst du denn?
Norden für eine Lieferung und selbst. Ich bin ein Angestellter beim... Ich weiß nicht, ob ich das jedem sagen soll, weil oftmals ist es in den Games so, dass du deinen Mörder schon relativ früh kennenlernst. Einfach nur die Stadt runter. Gut, ich erzähle dir mal nicht zu viel. Der kommt mir sassy vor. Was macht der da hinten? Der tut so, als würde er arbeiten. Sehr schön. Oh, guck mal, der ist aber sass. Hier mit seiner Schaufel. Wie ist das Essen? Wäre es okay, wenn ich mich hier hinsetze? Ganz schön, wäre es okay, wenn ich mich hinsetze? Er starrte mich nur an. Da hätte ich aber auch keinen Bock. Ich glaube, das kennen wir alle. Oder dass man das nicht mag, wenn Leute sich zu einem setzen, obwohl alles frei ist. Mhm. Kommt die jetzt zu mir? Girl, I'm hungry. Guten Abend, ich bin Barbara. Möchten Sie nun bestellen? Ja. Na dann, was kann ich Ihnen heute bringen? Ein Cheeseburger mit Pommes, ein gegrillten Käsesandwich mit Zwiebelringen, Fleischbällchen-Sub mit Chicken Nuggets. Also. Ich glaube, ich würde den Cheeseburger mit Pommes nehmen. Ah, unsere Burger sind die besten im Westen. Wollen Sie etwas trinken? Eine Cola, einen Kaffee oder Erdbeerslush? Es ist abends. Eigentlich ein Kaffee, aber wir nehmen eine Cola, weil... aus Gründen. Perfekt, noch irgendwas? Das wäre alles. Danke, das wär's. Danke, wäre alles. Super, ich bringe Ihnen das Essen, sobald es fertig ist. Geben Sie mir einfach Bescheid, wenn Ihnen etwas fehlt. Werde ich machen. Klingt gut, das weiß ich zu schätzen. Immer nett sein. So, jetzt schauen wir noch raus. Hä? Ist da ein Kopf? Ich hatte schon immer die Angewohnheit, vor dem Essen noch einmal zu pinkeln. Sehr gut. Guter Junge, ich auch. Und zwar im Stehen auf dem Platz. Oh je. Hey, ich sag's euch... ich muss sagen, ihr habt es. Ich musste dringend pinkeln. Ich habe in. Oh mein Gott, ich habe ins Waschbecken gepisst. Ah nee, ich wasche mir nur die Hände. Ich dachte gerade. Oh shit, ich habe voll. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wann hört der denn auf? Boah, das bin aber ich, bevor ich weiß, dass ein Kinofilm losgeht oder vor dem Boarding. Oder während dem Boarding. Nochmal. Ich war fertig damit. Jetzt aber nochmal Hände waschen. Boah, das war aber, der war ja richtig hart daneben. Der Mittelstrahl war richtig aggressiv. Okay. Föhnen. Okay. Ja, gut. Ey, Leute, ich habe auch schon... Wisst ihr, was mich jedes Mal fasziniert? Wenn ich auf eine Damentoilette gehe, erstmal, dass immer entweder Fußabdrücke auf diesem, auf der Klobrille sind, weil Leute sich draufsetzen. Oder es ist alles vollgepisst, weil manche Girls es nicht schaffen, ihren Kack-Squat zu halten, während sie so schiffen, wo ich mir denke, dann setz doch deinen Kack-Arsch einfach drauf, bevor ich mich in deinen Pipi setze. Oder auf deine dreckigen Schuhabdrücke. Oder stell dich hin, schieb die Hüfte vor und lass gehen. Aber dann nicht sauber zu machen, das nervt mich. Und jedes Mal, Leute, ich sag's euch, jedes Mal. Also, ich bin auf der Toilette und guck hier. Ich guck hier straight zur Tür. Auf jedem zweiten Klo, das ich besuche, sind an den Wänden oder der Tür Blutspritzer. Und ich frage mich jedes Mal, wie kann das passieren? Und dann ist mir ein Licht ausgegangen. Wir nehmen an, ich habe meine Periode und habe ein Tampon. Und ich sitze vor dem Klo und ziehe mir dieses Tampon so raus und es schwingt nach vorne. Und so entstehen diese wunderbaren Blutspritzer, wo ich mir echt denke, ey Mädels, also das geht halt echt nicht an. Also wirklich nicht. Sorry für die Lesung. Das musste einfach mal sein. Jedenfalls ging ich immer vor dem Essen auf die Toilette, um erstmal 10 Liter ins Waschbecken zu pinkeln und anschließend ein paar Tröpfchen im Klo niederzulassen. So. Ich höre hier irgendwie so eine Krähe. Höre ich wieder den Vogel, der nicht in der Luft fliegt, aber einen Schatten da lässt? Oh, wow. Wie hat sie das hingestellt? Hä? Oh, gut sieht es aus. Und diese drei Süßchen. Oh. Consuming that shit. Ja, Mann, rein mit dem Fett und dem fertig gemachten, verarbeiteten Essen. Ja. Mm. Oh ja. Ey, Pommes nimmt man nicht einzeln. Du nimmst den ganzen Bund und schiebst ihn da rein.
Ich esse Pommes nie einzeln. Ich nehme mir immer so eine ganze Handvoll und dann fresse ich die so rein. So, jetzt gucken wir noch kurz die Cola noch, consuming. Und dann gucke ich, was meine nervige Schwester mir schreibt. Boah, der enjoyed es. Davor würde ich aber nochmal pinkeln gehen. So, du wirst sehr wahrscheinlich Billy im Tor treffen. Das haben wir schon. Super. So, was haben wir hier? Bist du hingegangen? Wie war's? Bin noch. Gerade am Essen. Es ist lecker. Süß. Okay, fertig. Ich möchte gerne aufstehen. Ich möchte auch nicht zahlen. Hat Ihnen das Essen geschmeckt? Ja, es war super. Wollen Sie noch etwas anderes? Oder soll ich Ihnen die Rechnung bringen? Die Rechnung bitte. Okay, ich bin sofort wieder da. Danke. So, das Essen erinnert mich an etwas. Du solltest mir doch das Rezept für den Auflauf schicken, über den du geredet hast. Ich werde vielleicht die Gelegenheit haben, in die Kunst des Kochens einzutauchen, wenn ich beim Ausguck bin. Wow, ja, ich bin auf dem Weg. Also, hier ist die Rechnung. Ihre Rechnung ist 6 Dollar. Zahle 6 Dollar, zahle 6 Dollar und gib 50% Trinkgeld, zahle 6 Dollar und gib 50% Trinkgeld. Da wir ins Waschbecken gepinkelt haben, würde ich ihr 50% geben. Ich weiß aber nicht, ob wir nachher vielleicht in irgendeiner Situation Geldmangel haben, wenn wir jetzt 50 geben. Aber die Community im Live-Chat sagt eigentlich 50, aber ein paar sagen auch 15. Kein Trinkgeld ist totaler Schwachsinn, Trinkgeld zu geben. Okay, wir geben 15. Ich gebe immer Trinkgeld. Ich hoffe, Sie genießen den Rest Ihrer Reise. Danke. Super. Ich glaube, dann pinkelt die mir nächstes Mal nicht in mein Essen. Der ist irgendwie sass. Also allein, wie der da sitzt, ist schon sass. Kann ich hier noch irgendwie was haben? Oh, ich habe die Musik ausgemacht. Oh, ich kann hier umschalten. Bitte lass mich in Ruhe. Okay. Gut, da gehen wir wieder zurück. Da ist wieder der mysteriöse Vogel, der nicht da ist. Oder die mysteriösen Vögel, die nicht da sind. Inflation 70%, bitte. Hey, man muss teilweise echt drauf achten. Auch in Amerika ist es ja normal, dass man Trinkgeld gibt. Aber achtet da auf jeden Fall drauf. In Amerika ist es oft so, dass das Trinkgeld oft schon mitgerechnet ist. Das heißt, die rechnen oft schon ihr Trinkgeld ab, was nicht ohne ist. Und dann zusätzlich nochmal Trinkgeld zu geben, ist heavy. Deswegen guckt immer, da steht dann immer drin, ob sie es mit eingerechnet haben oder nicht. Ich hasse dich. Wie ist der Burger? Diese kleinen Stücke im Himmel. Dieses kleine Stück im Himmel, das hier ist wie mein Wochenendspot. Neu hier, nur auf der Durchreise. Dann wünsche ich dir eine sichere Reise. Boah, der frisst den immer noch, macht mich so aggro. Ich muss hier weg. Ganz schnell. So, wir gehen in den Van. Wir fahren wieder. Sieht voll cozy aus. Habe vergessen, die Tür zu schließen. Konnte nicht mit offener Tür fahren. Mann, die holen dann immer wieder so raus in dem Realismus. So, let's go. Wir fahren wieder, Leute. We going on the hit the road, Jack. And don't come back no more, no more, no more. Ah! No more hit the road, Jack. Don't you come back no more. Meep, 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 meep. Hit the road, Jack. Don't you come back. No, 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 no. 8:02 Uhr. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Oh, ist aber gruselig hier, ne? Die Musik auf einmal, was geht denn ab? Warum ist die Musik so doof? Aber ich möchte nicht, dass jemand den blanken Horror in diesem Wald so erlebt, wie ich ihn gesehen habe. Bra. Oh, muss ich jetzt hier parken? Wahrscheinlich, ne? Ist es hier dieses Tor? Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier überhaupt raus muss. Oh Gott, die Musik ist draußen noch lauter. Ah, hier ist aber ein anderer Van, deswegen gehe ich mal schon davon aus. Boah, es ist furchtbar dunkel hier. Mhm. Ist es hier Cold Creek Trail? Iron State Park. Welcome. Gate D, das stimmt. Ah, da ist es Gate D. Kann ich auch hier durch? Mit dem Haus hoch? Nee, da kann ich gar nicht lang. Okay, ich bin hier richtig.
Gut. Alles gut, ich gehe das lang. Da müsste jetzt ja dieser Typ sein, der auf mich ganz sehnsüchtig wartet, ne? Hallo! Oh mein Gott! Ich hasse dich. Ach du Heilige, hast du mich erschrocken? Oh mein Gott! Ich dachte, du wärst einer von denen. Einer von wen? Möge Gott Gnade haben. Wie auch immer. Kann ich bitte deine Erlaubnis sehen? Oh, ich bin kein Camper. Ich bin der neue transferierte Feueraufpasser. Stimmt das? Ich wusste nicht. Oh, da hinten läuft einer. Da hinten läuft einer. Da hinten läuft einer. Da hinten läuft einer. Ich hab's gesehen. Ich wusste nicht, dass wir Leute dieser Saison einstellen. Bro, du erschreckst mich und hinten läuft ein Typ im Wald. Warte. Lass mich das überprüfen. Der sieht hot aus. Ey, hört auf, den zu shippen jetzt. Du darfst mich immer erschrecken, Bro. Mhm, was macht der da? Oh. Okay, Kumpel, du kannst gehen. Du bist bei Feuerturm 11 eingestellt. Ich entschuldige mich für das Missverständnis. Ich dachte, dass der Turm für diese Saison unbesetzt wäre. Aber hier sind deine Schlüssel. Schlüssel nehmen. Lass mich für dich das Tor für den Pfad öffnen. Ich würde mich... Also das wäre für mich ein Albtraum, nachts allein durch den Wald zu gehen. Okay, hier ist eine Karte, die mir nichts sagt. Da du so spät ankommst, brauchst du vielleicht auch diese Taschenlampe für den langen Weg zu deinem Turm. Danke dir, Billy. Du, sei vorsichtig. Nimm das. Taschenlampe. Warum soll ich vorsichtig sein? Willkommen in Ironbark, Kumpel. Nur für unsere Gründe. Wenn du bei deinem Turm bist, mache bitte einen Wetterbericht von deinem System aus, sodass wir wissen, dass du sicher angekommen bist. Wenn es der Fall sein sollte, kannst du dich an Turm 12 während deiner Arbeit wenden. Ganz netter Typ. Er wird der nächste Kontakt im Falle eines Notfalls sein. Danke, Billy. Okay. Likey von der Quali passt alles, oder? Hey. Ja? Nur ein Ratschlag. Geh nicht weiter als eine halbe Meile oder so in den Norden von deinem Turm. Warum? Gefährliche Wälder in der Richtung, Kumpel. Wilde Katzen und Bären. Böses Geschäft. Verstanden. Oh mein Gott. Okay. Sanita Williams ist missing. Huge Jasmine missing. Und Britt Bree missing. Super toll. Toll, 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 toll. Da gehe ich doch gern rein. Billy redet nicht mehr mit mir. Okay, Billy hat keinen Bock mehr. Old Creek Trail. Okay, dann gehen wir rein. Ich soll das Spiel lauter machen. Hey, yo, dann ballert's euch aber gleich die Ohren weg, meine Freunde. Beim nächsten Jumpscare. Ich schließe meine Tasche erst einmal im Wohnmobil. Soll ich vielleicht die Tasche mitnehmen? Das ist doch dumm, oder? Soll ich nicht die Tasche mitnehmen? Ist doch dumm, wenn er das jetzt sagt, oder? Warte mal. Also das prüfe ich jetzt aber gleich mal. Meine Tasche. Where's my bag? Ja, ich kann sie mitnehmen. Oh, ich glaube, das war wichtig. Ha! Ich habe das Spiel ausgetrickst. Make me sweat. Make me water. Make me lose my breath. Ah! Okay, Konzentration. Okay. Alles in bester Ordnung. Ich mache jetzt schön laut. Irgendjemand aus dem Chat hat sich das gewünscht. Wenn ihr euch erschreckt, bedankt euch bei der Person. Okay. Was auch immer ich mit meiner Tasche mache, es ist furchtbar. Nachts im Wald. Muss ich jetzt nicht ein paar Stunden gehen? Ich habe keine Ahnung, ob alle Billy hot finden. Die Community ist heute wieder echt kinky. 11.32 Uhr. Oh, da hinten ist der Turm. Tower 11.
Frequency 1559200. Kann die sich jemand merken, bitte? Bitte. Danke. Es ist jemand im Van, er meinte die Badezimmertür klemmt. No, don't say that. Please. Make me sweat. Make me harder. Make me lose my breath. Make me water. Oh, jetzt da rein. Caution. Oh, ein PIN-Code. Kann ich nicht aktivieren. Okay. Jetzt ist euch zu laut. Also ihr seid ja auch Crispies. Okay, Tower 11. Lazy Trail und Gold Creek Trail. Wir gehen jetzt hier hoch. Man ist allein hier draußen und das für mehrere Wochen. Das ist nicht jedermanns Sache. Vor allem nicht, weil... Also ich hatte schon immer eine Vorliebe für die Natur. Also meine wäre es nicht, Mann. Utility Shack. Ah, eine Utensilien Shack. Eine Utensilien Shack. Was gibt's denn hier alles? Da muss ich doch bestimmt nochmal oft rein und dann scheiße ich mich ein, weil ich hier irgendeine Kacke holen muss, die ich nachher brauche. 100%. Aber ich gehe jetzt mal hoch. In mein neues Zuhause. Eine Toilette ist hier unten. Furchtbar. Stell dir vor, du musst immer runter, um aufs Klo zu gehen. Da war noch niemand drauf. Das ist ja heilig. Das Blechle toll. Ein Generator. Den anmachen ist, glaube ich, immer eine gute Idee. Man sieht, ich bin erprobt. Ich war schon auf so vielen Firewatches in Games. Leute, ich kenne mich aus. Ich rock das jetzt. Und falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut euch Firewatch an. Habe ich gespielt. Mega tolles Game. Und Do You Copy. Da hinten ist Turm 12 wahrscheinlich. I love it. Make me sweat. Gucken wir erstmal uns rum. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das Game gibt's, weil natürlich Do You Copy gut angekommen ist. Also auch mit dem Fensterli hier. Da hinten ist schon mal ein Homie, sonst mehr nicht. Schöne Aussicht, gell? Schon bestimmt geil, nachts auf so einem Fire Tower zu sein und über das Meer, und übers Meer, ja genau, über den Wald zu glubschen. Das muss schon nice sein. So. Die Luft in der Kabine duftete nach Holz. Gab mir ein beruhigendes Gefühl. Holz. Oh ja. Okay, kann ich meine Tasche irgendwo hinknödeln? Würde die gerne irgendwo hinlegen. So, oh, aber nicht so lieblos. Wenn er noch mal... Nein, ich will die da... Ja. Cool. Cozy. Kann ich mir den anmachen? Zum Öffnen schließen? Oh. Da ist kein Holz drin, ne? Oh, shit. Ist... Oh nein, hör auf. Ah. Oh, ist nicht gut neben dem Öl. Okay, lassen wir das. Nein, nein, lass das bitte. Wegschmeißen. Erstmal hier hin damit. So. Ich gucke erstmal ein bisschen rum. Generator ist ja an. Habe ich nicht den Generator angemacht? Oh, hier. Leertaste zum Aufstehen. Das ist jetzt nicht. Muss ich nicht mich hier irgendwie melden? Static. Die Funkrüstung. Aber. Habe ich nicht. Oh. Iron Bank Fire. All lookouts must follow these rules. Light out after... Also Licht aus nach 12 Uhr. Supply drops are handed out every Sunday. Aber jetzt ist halt die Frage. Call John tomorrow um 2 Uhr. Send photos to Mitchie. Request... Call Jonah. Okay. Temperatur 46 Grad. Habe ich den Strom nicht angemacht? Doch, habe ich. So, wunderbar. Dann gehen wir hier mal ran und dann sollte ich doch den einen Dude anfunken. Geht irgendwie nicht. Kann ich den anmachen, den PC? Okay. Command. Initialisieren. Starting Rainbow 89. Rainbow, Passwort. Wie war meine Frequenz nochmal? Oder einfach das, was da oben steht?
Hilfe? Also ich glaube, die Frequenznummer war 155.92000. Nö. Da muss ich das irgendwo finden, das Passwort. Ich will doch irgendwo stehen. Ich bin ja neu. Ah, hier. System Password ist Iron Bark Tower Number. Iron Bark 11. Ah. Yay. Okay. Rainbow. Okay, was haben wir denn hier alles? Hallihallo, ich bin Smiley, ihr geätzter virtueller Assistent hier. Geschätzter. Um Ihnen zu helfen, das Beste aus Ihrem Computer rauszuholen. Klicketi-klick, hier habe ich einen zufälligen Fakt für Sie. Honig verdirbt nie. Archäologen haben Krüge voll mit Honig in ägyptischen Gräbstätten gefunden. Sie sind über 3000 Jahre alt und noch immer vollkommen genießbar. Klicketi-klick, hier habe ich einen zufälligen Fakt für Sie. Der Mount Everest, der weltweit größte Berg, wächst aufgrund der tektonischen Plattenbewegung jedes Jahr in die Höhe und das um etwa 0,6 cm. Guten Abend, Turm 11, wie läuft Ihr Tag bisher? Überraschung, Sie haben mich gefunden, wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Klicketi-klick, hier habe ich einen zufälligen Fakt für Sie. Lass mich in Ruhe. Woran denken Sie heute? Der Grand Canyon in den Vereinigten Staaten ist nicht nur wunderschön, sondern auch außergewöhnlich alt. Okay, ich ignoriere den jetzt mal. Hier. Sie sind bereit für ein bisschen digitale Magie mit der Konsole? Geben Sie Help ein. Help. Hier, checks for available system. Close the console. Okay. Was ist das? Sieht so aus, als wären sie bereit. Ach, Plague, da kannst du ein Spiel spielen. Service Reporting. Temperature. Ah, musst du die Temperatur eingeben, ne? Wie hoch... Oh. New guy. I haven't gotten your name. Neuer, ich kenne deinen Namen noch nicht. Wie heißt du? Ich bin Jack. Ich habe dein Licht gesehen. Ich muss sagen, es ist erfrischend, Turm 11 wieder leben zu sehen. Was? Wer ist da? Ich bin Connor, Feuerturm 12. Das hast du gesehen? Ist das nicht der Job? Ich musste deinen Bereich abdecken, bis du angekommen bist. Wie auch immer, was bringt dich in unseren Turmparadies? Suche nur noch eine Abwechslung. Ich wurde umstationiert von Iron House. Ein erfahrener Kamerad. Ich verstehe, warum Hitch dich ausgesucht hat. Ich bin echt müde. Ich muss ihn abwürgen. Hast du ein Feuer an? Nein. Mach ein Feuer. Die Temperatur ist kurz davor zu fallen. Du willst nicht zitternd im Turm sitzen. Alles klar, danke. Okay. Aber das muss ich hier wahrscheinlich ja auch machen. Ich muss die Temperatur eingeben. Wie viel war hier nochmal? 46 Fahrenheit. Windspeed. Laut. Muss ich ja alles eingeben und dann kann ich erst schlafen gehen. Number of hikers assisted. Report by mir. Okay, da gucke ich gleich mal. Was ist denn das eigentlich? Das machen wir gleich. Ich mache jetzt erstmal Feuer. Okay. So. Hier, wie viel Grad waren es? Die Temperatur ist 46 Grad 3. Und? Ich muss doch jetzt erstmal Feuer machen, aber ich habe doch gar kein Holz. Muss ich das Holz dann holen? Das wird ja so jetzt kaum reichen. Ich sehe keinen Rauch. Hast du schon angezündet? Der Holzofen sollte beim Eingang sein. Zünd ihn an. Ja, dafür brauche ich doch erstmal Holz, Kollege. Was gibt's denn da jetzt so? Oh, vorne war am Funkgerät. Es gibt kein Feuerholz. Kein Feuerholz? Es muss viel davon in der Hütte geben. Das ist alles von Marley. Marley? Der Mitarbeiter, der vor dir hier gearbeitet hat. Sie war eine harte Frau.
Wie auch immer, du solltest dir bei diesem Sturm lieber ein Feuer machen. Benzin muss in deiner Hütte sein, aber wenn du nicht kannst... Aber wenn nicht, kannst du immer etwas aus dem Lager nehmen. Oh nein, unten. Oh nein, ich muss erstmal runter. Den Rotz hochziehen ist immer... Oh Gott, ich hasse es jetzt schon. Oh Gott, die Hütte, warum ist denn da Licht? Und die Tür, ist die noch wegen mir offen? Boah, das ist an. Hier ist ganz viel Holz. Da muss ich wahrscheinlich hier rein. Oh, es wird richtig stürmisch, gruselig. Ah, Holz. Holzi, Holz, Holz. Ja, Holzi, Holz. Ich gehe jetzt dann ganz schnell hoch und niemand tut mir was. Ich würde nochmal pinkeln gehen. Die Cola muss doch raus. Unangenehm. Das wird doch richtig unangenehm. Es geht. Es geht. Gut. So. So, jetzt aber. Oh, shit. Halt. Ich muss, glaube ich, erst Benzin draufballern. Oh, shit. Das kann doch nur schief gehen, oder? Ja. Eigentlich müsste die ganze Hütte abbrennen, aber Wayne. Ah, ich sehe den Rauch. Es ist wirklich schön, Turm 11 wieder lebendig zu sehen. Wie sieht's mit deinem Bericht aus? Okay. Ich komme noch dazu. Fang lieber sofort damit an. Okay, hier in Iron Bank bist du dazu verpflichtet, jede Nacht, bevor du dich abmeldest, alles zu berichten. Du willst Mitch nicht in deiner ersten Nacht enttäuschen. Okay, so. Disk. Was ist das hier? Iron Park Map. Oh, ist die Map. Boah, das ist ja riesig. Hier ist die Karte des Iron Bank State Parks. Egal, ob sie eine Wanderung planen. Aha. Employee Training. Welcome to Iron Bark State Park. If you're watching this video, then let me be the first to say, congratulations. You have been commissioned by the... Ist das Jacksepticeye? Nee, oder? Iron Bark Fire Department, to protect one of the most prestigious parks in the state of Washington. Established in 1897, we've been known as one of the safest parks in America. We hope you can keep it that way for many years to come. This training video will ensure that you work to the best of your abilities. You have been selected as one of our fire lookout observers. This is a truly rewarding job which requires many hours of hard work. You will be working in our state-of-the-art lookout towers. And the following is a list of responsibilities you will have. Keep watch for fire. Fire isn't going to be noticeable all of the time, so also keep watch for smoke. Make sure to know what color the smoke is. It may be crucial information. Fires are best stopped before they spread out of hand. Keep records of daily temperature. When the temperature rises, it is best that we have those recorded. The science nerds at the Panoramic Preservation Society require us to note all changes in temperature. We think it's best not to get into a lawsuit. Keep records of daily wind speed. Die Community sagt, dieser Animationsstil ist Smash. Wind is a big factor when it comes to fire. Use the anemometer to scientifically gather the data. Wind. After collecting the data, input it into our state-of-the-art service reporting form. This is a highly complicated form, often used by NASA employees. So don't be too ashamed if you can't figure it out at first. Okay. You have the privilege of using such a form. Keep campers out of unregistered campgrounds. The campers might start a campfire, which could lead to a wildfire. They will not always listen to authority, so take precaution when escorting them. Make sure to note whether the person is a threat. If you're worried about your safety, do not hesitate to dial 911. Keep maintenance of the park. Make sure the park is kept clean. We have a status to uphold. Now that you know most of the duties that a fire lookout has, you're ready to start. Okay, ich glaube, wir haben alles. Was ist das? And we are back. So how do you feel about being a...
Aha. Die interviewende Pflanze. Okay, Ro Ross. Hi, everyone. I'm Ron Bob Ross. Ross. I'm here to paint with you. Today, I got some cool paint. This brushes. Oops, read the bodies. You know what would look good here? A nice, happy cabin right there. Reminds me of when I had an affair with my wife, with a squirrel. Enough about that. Was? Er hatte eine Affäre mit einem Eihörnchen? And we are back. Cat. Das ist der Moment, wo ich sage, genug Internet für heute. Okay, so, also wir müssen jetzt erstmal alles messen. Wir haben einmal die Temperature. Die Temperature ist 46,3. Das können wir gleich mal eingeben. 46,3. Na, das nimmt ja nicht an. Dann müssen wir damit einmal das Windchen, den Wind messen. Knoten. 17 Knoten, Leute. 17 Knoten. Es ist turbulent. 17 Knoten. Gut. 17. 17 Knoten. Plaudi. Das muss. Wie erfahre ich, was das jetzt ist? Okay, kann ich dann auch noch kurz hier gucken, ob der Kompass, der sagt mir was? Ah, da kann ich wahrscheinlich dann eintragen, wenn es brennt, in welche Richtung es brennt, oder? Damit kann ich wahrscheinlich geiern. Das wird noch richtig scheiße, ey. Oh Gott, ich kann mit ranzoomen. Holy. Also Wetter, würde ich sagen, ist ein bisschen cloudy, oder? Guck mal, der hat sein Licht ausgemacht. Oh mein Gott, kann ich da nah ranzoomen. Okay, dann würde ich sagen, das Wetter ist cloud, oder? Number of hikers, 0. Das passt alles. Und reported, wie heiße ich nochmal? Nathan. Ich heiße... Ah, hier ist auch mein Name. Jack. Jack Nelson. Jack Nelson. So. Temperatur ist auch eingetragen. Ist 16,3. Und dann Submit. War mir nicht sicher, ob ich die richtigen Wetterbedingungen angegeben habe. Oh. Dann war es... Aber das ist doch nicht clear. Das ist dann wahrscheinlich Wind. Nee, auch nicht. Blizzard, Thunderstorm, Dusk, Rain, Heatwaves, Clear. Ist es dann Clear tatsächlich? Okay. Copy, new guy. Hörst du mich, Neuer? Genau, hier. Turm 11, ich höre. Ich glaube, ich melde mich für heute ab. Tower 12, signing off. You have a good night, new guy. Turm 12 meldet sich ab. Hab eine gute Nacht. Okay, danke. Lass dich nicht von den Bettläusen beißen. Gute Nacht, Corner, bis morgen. Okay, jetzt kann ich wahrscheinlich schlafen. Das hier eigentlich alles. Oh, was kann ich damit machen? Oh nein, Pfefferspray. Shit, warum ist denn das hier alles? Oh nein. Ich will das alles gar nicht nehmen. Okay, ich mach mal Licht aus. Dann gehe ich schlafen. Oh. Mach die Tür zu! Alle drehen meine Tür durch. Oh, 3.26 Uhr. Oh oh. Oh je. Ich höre nichts. Oh shit, warum geht's mir denn so komisch? Wie gruselig, wenn du nachts angefunkt wirst. Connor? Musste pinkeln. Nein, Bro! Pinkel doch einfach von oben runter. Bitte, 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 bitte. Pinkel von... Ich würde von oben runter pinkeln. Das wäre mir egal. Also wäre ich ein Mann und hätte einen Schniedel. Dann würde ich runterpinkeln. Und zwar mit vollster Wucht. Pinkel doch einfach. Flasche ans Bett, genau. Die Flashlight nehme von oben runter. Ich kann pinkeln! Oh mein Gott, er ist intelligent! Ja! Ich hier völlig draußen allein zu sein, war ein wenig beruhigend. Ja! Pinkel, Bro! Oh mein Gott, endlich tut er, was ich will. Ja! Freedom! Freedom!
Creek, living on dreams. Freedom! Boah, wie viel pinkel ich denn? Oh Gott, es muss so gut sein. Oh yes. Um zurückzukommen. Um ihn wieder einzufangen, den kleinen Luis. So, okay. Geil. Das Spiel ist... Ich hab mir beim Pinkeln zugeguckt. Oh oh. Oh oh. Kann ich die Tür absperren, bitte? Shit. Ich hab ihn angepinkelt wahrscheinlich, ne? Deswegen will er mich umbringen. Das ist der einzige Grund. Am Fenster? Was? Nix am Fenster. Nacht. 2. Oh, oh geil. Oh yes, Mann. Ein Kaffee und Sonnenuntergang. Es gibt nur dich und den Wald und ein Kaffee, um einen Schluck zu nehmen. Ja, Mann, wie geil ist das denn? Wow, isn't it beautiful? Oh, ein Foto machen. Ja, ein Foto machen von Vögeln, die jetzt endlich mal am Himmel sind. Das sind die Vögel. Ich brauche die Vögel. Katsching. Oh, noch mal einen Schluck trinken. Yes. Oh, es ist cozy. Da hätte ich auch richtig Bock drauf jetzt. Noch mal einen Schluck nehmen. Mann, ist das schön. Toll. Toll, toll, toll. Noch mal ein Foto machen. Yes. Toll. Noch mal einen Schluck nehmen. Hm. Yummy, yummy. Gang, 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 gang. Toll. Toll, toll, toll. Kann ich die Tasse runterschmeißen? Oh. War ja niemand unten. Neuer, hörst du mich? Hier ist Connor. Ja, ja, beruhig dich. Komm schon, Connor. Keine Angst, Connor. Here I am. Was willst du? Turm 11, hörst du mich? Ich höre dich, Connor. Was geht? Scheißkerl, bitte? Niemand holt sich mehr eine Campingzulassung diese Tage. Hast du Augen auf den Rauch im Norden deiner Position? Verlassen? Lass mich es anschauen. Oh. Okay, ich hol mal mein schlaues... Ich muss erstmal gucken, ob meine Tasse da unten noch ist. Ja, schaut mal, wie sie da steht. Richtig arrogant, denkt die wäre was Besseres, weil sie nicht kaputt gegangen ist. Oh, da hinten, ja, ich sehe es. Ja, ja, ja. Mhm. Ja, kann ich sehen. Ist ein Problem. Ja, da verbrennt jemand seinen Ex. Ich brauche deine Bestätigung. Siehst du den Rauch im Norden? Ja, Bro. Soll ich es melden? Ja. Hast du den weißen Rauch im Norden gesehen? Ja, ich sehe ihn. Es sieht so aus, als wäre es im Lazy-Pfad-Sektor, welcher nicht als registrierter Campingplatz eingetragen ist. Leute wie diese interessiert es selber nicht, ihren Müll aufzuräumen. Wird das Feuer und das Feuerrisiko ist sehr hoch diese Saison. Könntest du mal nachsehen? Ja, hast du irgendeinen anderen Detail? Ist es sicher? Okay, ich gehe nach Norden. Hast du ein anderes Detail? Keine anderen Infos im Moment. Folge einfach dem Lazy-Pfad und hab ein Auge offen für irgendwelche Spuren von Lagerfeuer oder anderen gefährlichen Dingen. Okay. Sei sicher, dass ich nehme. Vergiss nicht, dein Bärenspray mitzunehmen in diesen Wäldern, neuer. Over. Was für ein Bärenspray? Mann. Mein Ode Bär. Okay. Ode Bär ist dabei. Was brauche ich noch? Eine Lampe zum Blenden? Ein Radio? Hat das Radio mit? Kann ich nicht. Meine Tasche? Meine Hände waren voll. Ach, Kacke. Dann habe ich vielleicht doch noch einen Kompass. Meine Hände sind voll. Warum? Kann ich. Nee. Kann nur eine Sache mitnehmen. Okay. Oh, okay. Ist alles gut, Leute? Ich kann nicht mehr tragen. Schreibt mich nicht an.
vergessen, wo ich hin muss. Ja. Muss ich da? Die Tür, ich vergesse die Tür, Mann. Heute ist Tag auf der Tür. Ich war auf dem falschen Pfad. Oh, ich liebe dieses Spiel, dass er mir das einfach sagt. Aber ich nicht so ein Gedächtnis gehabt. Ich habe, wenn ich so in der Prüfung sitze, ich habe richtig verkackt bei dieser Aufgabe. Denn eigentlich war die Lösung 5. Ach Leute, die Tür bleibt offen. Muss mal ein bisschen durchlüften. Ich habe die Nacht ein paar Blähungen gehabt. So, was ist denn hier? Hier ist doch Lazy Trail. Oder war es der Lazy Trail? Frage an den Chat. Ja. Danke. Bären. Ey, ganz ehrlich, das wäre für mich das Allerschlimmste. Bären. Wisst ihr, was richtig Böses im Leben? Nilpferde, Bären und Kommodawaran. Don't trust them. Vor allem Kommodawaran. Die können alles. Die können klettern, schwimmen, die beißen und warten, bis du zerstörst. Warum ist denn jetzt so spät? Ich folgte dem Pfad, der mich zum Rauch führte. Warum brauche ich denn dafür 10 Stunden? Habe ich nicht irgendwie einen Buggy? Ach du Scheiße. Fuck it. Das. Die Musik ist von Pumpkin Panic geklaut. Shit. Hilfe. Ich kann die Musik nicht mehr hören. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott, Hilfe, ich habe wieder Empfang. Da hat jemand Internet. Kann ich hier kurz rein und mal chillen? Oh mein Gott, das ist wie meine Schwester letztens, die im Urlaub war und 120 Bilder in die WhatsApp-Gruppe gepackt hat, sodass mein Handy nicht wegging. Tut mir leid, bin gerade erst Pizza, Pasta, Bake, Ingredients, anguckt Pizza, Mariana-Sauce. Mhm. Du wirst mir nicht glauben, wie leicht es ist, den zu kochen. Bist du angekommen? Schick mir ein paar Bilder. Jack, geht's dir gut? Ich hoffe, dass alles in Ordnung ist. Bitte schreib mir. Tut mir leid, Kay. Ich fürchte, die Verbindung hier ist nicht gut. Der Ausblick beim Turm. Und danke für das Rezept. Süß. Welches? Da pfeift ein Arsch. Und hier ist eben eine Geisterbox. Ist hier. Oh nein. Wer ist da? Irgendjemand da? Oh Gott, was? Das Gebiet hinter diesem Ort war gesperrt. Feuer anpinkeln, gute Idee. Ich pinkel erstmal das Feuer aus. Musste es löschen? Nimm doch deinen Kack-Bären-Spray. Hm. Ah, okay, hier brauche ich dann also Wasser. Aha, eine Taschenlampe. Kann ich das auch mal kurz wegschmeißen? Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Ich brauche irgendwas zum... Okay, vielleicht behalte ich das lieber doch. Oh nein, jetzt muss ich mein Pfefferspray aufgeben. Also ich habe doch offensichtlich jemanden pfeifen hören. Was macht der Topf? Das ist ein Shade, weil nur dann bewegt sich der Topf gerade zum Geist. Wollen wir ihm folgen? Ich glaube, der Topf will uns was sagen, oder? Den Topf folgen. Folgen Sie den Topf. Mal gucken, ob der Topf da durchkommt. Ah. Ah. Topf. Ah. Ich gucke jetzt, was der Topf macht. Ich glaube, der Topf sagt mir, wo es hingeht. Oh, wenn der Topf da durchkommt, dann bin ich aber sauer, weil ich komm's nicht. Also ist auf jeden Fall ein Shade, weil nur Shades bewegen Töpfe so. Oder ein Polter scheißt. Ach, guck mal, der Topf bremst. Ha, guck nicht mal, ein Topf kommt dadurch. So, Topf. Was sagst du jetzt? Nee, guck nicht mal, der Topf kommt dadurch. So. Okay, dann gehen wir weiter. Ich glaube, ich kann wieder zurück. Ich habe jetzt alles ausgemacht. Auch wenn da einer gepfiffen hat.
wird nie hier... Also wie kann man denn hier offen unter offenem Sternenhimmel schlafen, wenn da vorn ein Bärenzelt ist? Ein Bärenzelt. Ein Bärenschild. Ein paar Bären würden so Zelte aufbauen. Das ist einfach süß. Fuck. Oh mein Gott. 9 Uhr. Ich brauche eine Stunde dahin. Als ich in der Dunkelheit zurück zu meinem Turm gewandert bin, ich hatte ein Gefühl, dass irgendwas nicht stimmte. Ich habe nur daran gedacht, was passiert hätte können. Oh. Ganz schnell, guck mal, die Füßchen sich bewegen. Ah! Wie schnell ich lauf? Immer noch unbenutzt? Gut. Ah, der Mond! Au! Ich musste Connor vom leerstehenden Camping berichten. Och, oh, Connor. Connor, hörst du mich? Connor! Laut und deutlich, Neuer. Ich habe mir gerade nur Heißes, also als Erstes. Was ist dein Status? Rede über den Campingplatz. Willst du mich veräppeln? Scha! Die lernen es nie, oder? Was meinst du? Über wen redest du? Ich habe genug von diesen Bastarden. Es ist unglaublich. Ist das schon oft passiert? Das ist schon das dritte Mal diesen Monat. Hast du irgendetwas anderes in den Wäldern mitbekommen? Schrei erwähnen. Ein Schrei? Muss einer von diesen roten Füchsen gewesen sein. Die klingen nachts wie eine schreiende Dame. Das ist wie Katzen, wo du denkst, hä, warum sind denn um 2 Uhr morgens Kinder auf der Straße? Das hört sich echt nach einer Ausrede an. Könnte es sein, dass Connor ein Mörder ist? Es war ein männlicher Schrei. Waren das dann vielleicht die pinken Füchse? Ich weiß nicht, worüber du redest, Neuer. Aber ich habe von Rangern gehört, dass viele Leute wegen des Verschwindens 3 Kinder diese Gegend anströmen. Kinder sind in der Gegend verschwunden? Also wenn es die 3 Kinder sind, die ich gerade vorhin auf dem Holzbrett gesehen habe, dann muss ich sagen, dass es keine Kinder waren, es waren Erwachsene. Ungefähr vor einem Monat. Sie waren mit ihrer Familie wandern. Sie sind vom Pfad abgekommen und sind dann einfach verschwunden. Keine Spur von ihnen seitdem. Was hat das mit dem Campern zu tun? Was ist mit den Kindern passiert? Wissen wir nicht. Ihre Eltern haben gesagt, ein Pfeifen habe sie vom Pfad gelockt. Es ist unglaublich. Leute haben angefangen, Gerüchte zu verbreiten, dass diese Gegend von Kreaturen heimgesucht werden. Gibt es vielleicht auch ein rotes Eichhörnchen, das pfeift? Es ist verrückt, ich weiß. Du würdest denken, dass diese Gerüchte Leute abschrecken würde, aber anscheinend ist es das Gegenteil. Manchmal wünschte ich mir, sie wären wahr. What? Also, wenigstens weißt du jetzt, warum Mitch in Turm 11 so dringend arbeiten musste. Das ist beunruhigend. Neuer, ich hoffe, du glaubst nicht diese Gerüchte, oder? Na doch, ich hab's doch gehört! Warum steht da 9, nein oder oh auf keinen Fall? Ich hab's doch gehört, warum erzähle ich das nicht? Nein? Großartig. Wie auch immer, danke fürs Wachsamsein. Ich werde die Behörden verständigen. Dann können sie sich um dieses Chaos gleich am Morgen kümmern. Wir können nicht mehr diese Idioten tolerieren. Wenn sie die finden sollten, werde ich mich persönlich darum kümmern, dass sie nie wieder einen Fuß in diesen Wald setzen. Ich melde mich bei dir. Werde ich. Over and out. Over and out. Wetter? Was ist heute los? Ja, ja, lass mich in Ruhe, dummer Smiley. Mir ist überhaupt nicht zum Lachen zumute. Ich muss erstmal. Oh, Kyla. Oh, ich konnte nichts zustellen. Dieses Foto anzuschauen macht mich echt hungrig. Weißt du was? Ich werde das Rezept einfach auch testen. Oh, süß. Ich bin so neidisch auf diesen Anblick. Beziehungsweise sieh dir an, welchen Anblick ich nach Hause gebracht habe. Süß, sie hat gekocht. Nom nom nom. Mom hat denselben Auflauf gemacht. Süß. 18 Knoten. Das ist sehr windy.
Ich würde mich jetzt an seiner Stelle sehr unwohl fühlen. Aber irgendwie fühle ich mich hier oben noch sicher. 18 Knoten. Hey. 18 und Temperatur. 48,5. 48,5. 48,5. Und 18 Knoten. Und es ist cloudy, ne? Number of Hikers habe ich auf jeden Fall eingesehen. Und der Report kommt von Jack Nelson, heiße ich doch, oder? Ich muss mal kurz... Das hört sich jetzt dumm an, aber ich muss kurz gucken, wie ich heiße. Das passiert mir manchmal öfter. Ja, ich bin Jack Nelson. Ich würde ganz gern mal kurz gucken, ob hier irgendwo jemand ist. Ist denn meine Tasse noch? Meine Tasse ist weg. Somebody touch my Tasse! Jemand hat meine Tasse getoucht. Oh. Ah, nee, das ist nur ein Schild. Also ist keiner mehr da. Was macht der hier? Auch nichts. Aha. Alles ist noch so in bester Ordnung. Ich sehe niemanden. Das ist wieder top respawned. Okay, so. Doch, ich habe einen Hiker gesehen. Nein, ich habe keinen Hiker. Doch, ich habe einen gesehen. Submit. So. James Garcia. Clear, clear, cloud, clear. Turm 11. Corner. 48, 18 und cloud. Oh, dann war es bei mir wahrscheinlich auch cloud, ne? Shit, kann ich das noch ändern? Das war peinlich. Er hat einen Hiker gesehen. Ich habe auch einen gesehen. Wir haben denselben gesehen. Oder war das ein Killer? Okay. Report. Gut. Muss ich. Bist du noch da? Mann, jetzt bin ich allein. Ich mach wieder Holz, mir ist kalt. Aber ich gehe doch nicht nochmal runter dafür. Oh nein. Scheiße. Pfefferspray? Pfefferspray? Ja. Scheiße, ich muss nochmal Holz holen. Aber ich kann ja gar nicht beides nehmen, sonst muss ich ja... Oh. Nein, die Tür bleibt offen. Das mache ich in meinem echten Zuhause auch immer so. Oh, da leuchtet doch was. Ah, das ist nicht das. Ne? Ich bin schneller, wenn ich seitlich laufe, wie so eine kleine Spinne, so. Aber so seitlich bin ich schneller. Ah, viel schneller. Nee. So, Safe Zone. So. Bam! Yes. Oh ja. So, genau. Hm, was brauchen wir denn? Hm, nee, wir sollen doch das nachkochen hier. Uncooked Pasta. Ist das eine Uncooked Pasta? Das ist brrr. Das mache ich im echten Leben auch so übrigens. Pepperoni. Sardine. Ham. Glaub mir, nur so vergisst man nichts im Kühlschrank. Ihr kennt es alle, man vergisst alles im Kühlschrank. Eier. Ist das hier eine Kelk? Das brauche ich auf jeden Fall. Yo. Milk. Beans. Milk. Okay, so, jetzt habe ich einen Überblick. Ich jedes Mal, wenn ich koche. Oh Mann. So, uncooked Pasta. Wo haben wir denn ungekochte Pasta? Das ist auf jeden Fall Fleisch. Nee. Wo ist denn die? Hier, ist das uncooked Pasta? Pepperoni. Das doch. Nee, ist ein Sardinen. Wo ist denn die uncooked Pasta? Hm, gibt's hier irgendwo... Ah, da. Mhm. Ah, ich muss wahrscheinlich erstmal...
Wasser in den Topf packen. Ah, zu dem Zeitpunkt war ich am Verhungern. Ja, dann let's go, Mann. Wieso kann ich die Pasta nicht rein? Aha. Okay, dann brauche ich diese Soße. Die Soße. Also Leute, wenn ihr mal wollt, dass ich für euch koche, ne? Ich mache das gern. Ihr müsst nur sagen, ob ihr auf die 5-Sekunden-Regel kackt, dann mache ich das gerne. Dann wahrscheinlich das hier, oder? Quatsch. Oh, nee. Ah, doch. Und dann Peperoni. Peperoni. Und dann Mozzarella Cheesy. Mozzarella Cheesy. Wo ist es denn da? Mozzarella. Und dann möchte ich einmal die Tomatoes. Und dann brauche ich noch die Soße. Da. Bip. Und dann brauche ich noch Place all the ingredients. Bake it. Okay, dann war das doch jetzt, oder? Dann kann ich doch jetzt baken. Bake it till you make it. Und dann auf 40 Dings. Das macht er selber, oder? Neuer, bist du da? Neuer, hörst du mich? Nein, Mann, ich muss gerade meinen scheiß Kühlschrank wieder irgendwie füllen. Ich nie wieder rein. Oh mein Gott. Mein Gott. Wisst ihr, worauf ich richtig Bock hätte? Ich hätte mal Bock, einen Bären zu sehen. Hui. Vielleicht kommt der her jetzt. Okay. Oh. Was ist? Ich habe ihren Arsch den Behörden gemeldet. Gut gemacht. Ich hoffe, die können sie finden und ihnen ein Stück von ihrem Gedanken geben. Ich sag dir was. Ich glaube, ich gehe jetzt pennen. Ich weiß, es war ein harter Tag, aber du machst einen guten Job. Danke, Connor. Lass mich meine Lasagne essen. Punkt 12 meldet sich ab. Over and aus. Gute Nacht, Connor. Okay, ich hoffe, den Schinken brauche ich nachher nicht, weil dann spawnt er jetzt weg. Also ernsthaft, soll ich vielleicht den Schinken doch lieber holen? Vielleicht weiß es Mr. Lösungsbuch, kann ich den Schinken unten lassen oder macht der Schinken uns am Ende Probleme, weil der Schinken nicht mehr auftauscht? Schinken holen? Bin ich sicher, Mann, ich bin Lugwurst. Ja. Ich aß gerne im Bett. Was? Der nimmt sich jetzt das ganze heiße Ding und frisst es im Bett? Aber warte mal, bevor ich das fresse, muss ich mal kurz klar machen, ob ich jetzt den Schinken holen muss. Oder ob der Schinken nachher bedeutet, wir können das Spiel nicht durchspielen, weil der Schinken forever gone ist. Vor allem, wie kannst du denn diese ganze Schüssel denn... das ganze heiße Ding in dem Bett fressen. Ich glaube, ist der Schinken überhaupt noch da? Schinken! Ich weiß nicht, ob der Schinken... Oh mein Gott, Leute. Ist der Schinken noch da? Ich glaube, der Schinken ist weg, Mann. Ich muss mal ganz kurz nach dem Schinken gucken. Das hört sich jetzt voll dumm an, aber... Ich habe keine Lust, dass das Spiel am Ende sagt, nope. Schinken! Ey, wenn da jetzt ein Bär ist, dann gebe ich dem Game eine 10 von 10. Oh shit, ich kann da nicht mal lang. Oh oh. Könnte es sein, dass der Schinken forever gone ist, weil wir den in eine Zone geschmissen haben, in die wir gar nicht kommen? Ich glaube, der Schinken ist forever gone, Leute. Also wenn der Schinken ein Thema ist, ist der Schinken jetzt weg. Das wäre... Shit. Ich kann den Schinken... Aber komm, es muss despawnen, weil es gibt Leute wie mich, die schmeißen alles runter und dann ist der Schinken gone. Okay? Also, bitte, lieber Entwickler, habe so Spiele wie mich bitte einfach mitberechnet in deine Programmierung. Danke. So, ich esse das jetzt in meinem Bett. Okay. Ich aß gerne im Bett. Boah, geil. Ey, die ganze Ding mal 3000 Kalorien reinknödeln. Also eigentlich sind es jetzt schon 2 fette Portionen. Wahrscheinlich spielen wir sogar einen Bären. Also das ist schon echt gigantisch. 4 große Stücke.
Ich war schon voll schon, Bro. Okay. Hat geschmeckt. Wo sieht das jetzt? Ach, das passt jetzt rein. Was ist damit? Ich habe die Bretter immer geschlossen, bevor ich ins Bett gegangen bin. Bretter? Welche Bretter? Welche Bretter hast du? Ach, das meint er, oder wie? Mhm. Die Fenster? Aber die sind doch zu. What's the problem? Ah, süß. Oh, cute. Cute. Kenne ich aber nicht. Ich hatte trotzdem Angst, weil ich würde es trotzdem offen lassen. So. Ich muss alle Bretter ausmachen. War doch vorhin nicht so. Warum ist er jetzt so anstrengend? Au. Ey, wie oft hat mir die Tür schon ins Gesicht gehauen? Oder die Bretter. Au. Oh. Da hätte ich Angst vor. Ich glaube, das würde ich nicht machen. Hier gibt es keine Bretter. Aha. Doch was gehört. Hier gibt es kein Brett. Also da hätte ich jetzt Angst. Würde ich nicht machen. Süß, aber süß. Okay. Schlafen gehen mit Taschenlampe. Ah. 2.27 Uhr. Ich wurde von einem Gefühl geweckt, was mich die Augen öffnen ließ. Der Whistleblower ist wieder da. Shit. Also, spätestens dann würde ich mir in die Hose scheißen. Oh mein Gott, was? Oh Gott, Hilfe. Oh Gott, es ist wieder das... Es ist wieder... Pfefferspray. Huh? Das war sehr gruselig. Okay. Also das darf ich nicht machen. Ha? Ha? Okay. Ja, ja. Das gruselige Gefühl. Das ist schon sehr gruselig. Das Kackspray. Bra. Hau ab. Okay, was mache ich denn jetzt? Kann ich mich irgendwo verstecken? Unter Bett? Schlafen? Oh, zum Verstecken. Vielleicht im Ausgang. Ja. Make me sweat.
Make me harder. Make me lose my breath. Make me harder. Aber er ist weg. Oh shit, nein, jetzt habe ich mein... Nein, hab ich mein Pfefferspray weggepackt. Und ey. Bin so dumm. Oh, jetzt kannst du kommen, du Sack. Ich spritze dir... ich sprühe dir ins Gesicht, habe ich gesagt. Wo ist denn meine Taschenlampe hin? Ah, hier, die räumt sich immer wieder selber auf. Oh shit, was ist das? Ich wusste nicht, was ich im Moment damit anfangen sollte. Hey, der hat mir einen... Das ist ein Candlelight-Dinner. Oh, der hat sich hier einfach die Zeit genommen, das hier hinzumachen. Was mache ich damit jetzt? Das melde ich doch jetzt meinen Freund, oder? Freund! Connor? Connor? Connor, hörst du mich? Hörst du mich? Hallo? Hast du eine Ahnung, wie spät es ist? Da ist etwas vor meiner Tür. Und das konnte nicht bis morgen warten. Schädel! Ich sag dir was Neuer. Es ist wahrscheinlich besser, diese Kinder zu ignorieren. Ich glaube, das war von was Marley genug hatte. Ich glaube nicht, dass das Kinder sind, die rumalbern. Diese Kinder können mit ihren Scherzen sehr kreativ sein. Sie schauen zu viel Horrorfilme. Vielleicht denken sie, es wäre lustig. Das fühlt sich wie ein richtiges Ritual an. Lass uns nicht mitreißen, Neuer. Wir sind in der Mitte vom Nirgendwo. Einverstanden. Wir machen es so. Ich schicke morgen jemanden, der nach dir nachsieht. Für jetzt schließe deine Tür zu, nehme einen tiefen Atemzug und versuche etwas zu schlafen. Wir können nicht viel im Dunkeln machen. Es wird morgen sein, bevor ich zu jemandem hinkomme. Versuche etwas Schlaf zu bekommen, Jack. Over and aus. Verlassen. Tut mir leid, dass ich dich gestört habe. Nachtcorner. Shit. Ey, kann ich die absperren? Kannst du mal die romantischen Kerzen auspusten? Es ist halt blöd, dass man bei diesen Fire Towern einfach hoch kann. Es wäre doch viel logischer, dass man hier so einen Schacht macht, den ich öffnen kann. Also irgendwie eine Tür, die ich öffnen kann, dass nicht jeder hochkommen kann. Na gut, dann gehen wir jetzt halt schlafen. Ist ja nichts passiert. Der Schinken. Der Schinken, Leute. Der ist nur wegen dem Schinken gekommen. Am nächsten Tag wachte ich auf und war mir nicht sicher, ob letzte Nacht real oder nur ein Traum war. Connor versuchte Gründe zu finden, dass es nur ein harmloser Prank von irgendwelchen Kindern war. Aber da war etwas in der Nacht, das sich dunkel anfühlte. Dort draußen im Wald ist etwas Komisches. Und es kam wegen des Schinkens. 8:34 Uhr. Tod wegen Schinken. Mann, ey. So, was geht hier ab? Die meiste Zeit beschäftigte mich mit einfachen Wartungsarbeiten innerhalb und außerhalb des Turms. Die Musik ist jetzt aber echt... Wieso ist denn mein Ding so dreckig? Ah, reinigen. Ich dachte doch. So, jetzt ist es aber clean. Ah, schön. Oh, was ist das? Da hat jemand meinen Schinken gefunden. Jemand hat meinen Schinken gefunden. Mein Gott, ist das Blut? Ich hoffe mal nicht. Aber da hat jemand meinen Schinken gefunden. Schinken. Hello? Hallo? Is anyone there? Ist jemand da? Oh nein, das könnte jetzt ja auch der Killer sein, ne? I need help. Ich brauche Hilfe. Please, someone answer. Bitte antwortet jemand. Oh nein, das könnte jetzt aber auch der Killer sein, ne? Das könnte jetzt auch eine Falle sein. Ich fühlte mich nicht wohl, mit dem Rücken zu einer offenen Tür zu stehen. Oh mein Gott. Bra. Aber voll. Hello? Can anyone hear me? Hallo? Kann mich jemand hören? Hier ist Jack. Ich höre sie laut und deutlich. Hier ist Jack. Ich weiß nicht, ob ich gleich meinen Turm sagen will. Ich höre sie laut und deutlich. Oh, thank goodness. I'm lost. And I'm really starting to freak out. Oh Gott sei Dank. Ich habe mich verirrt. Und ich fange wirklich an, auszuflippen. Atmen Sie einmal durch. Okay, alles klar. Was ist hier los? I don't even know where to start. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin raus und wollte die Gegend erkunden, aber irgendwie habe ich das Zeitgefühl verloren. Und jetzt ist es dunkel und ich kann mich nicht mehr an den Weg zurück in meinen Truck erinnern. Ich glaube, ich habe mich verlaufen.
Können Sie mir Ihre Kleidung beschreiben? Wie lautet Ihre derzeitige Position? Welche Ausrüstung haben Sie bei sich? I have a flashlight, a compass, a fully charged two-way radio, a flare gun and some of my camping equipment. Okay, merkt euch das. Ich habe eine Taschenlampe, einen Kompass, ein komplett aufgeladenes Funkgerät, eine Leuchtpistole und ein paar Sachen von meinem Camping-Equipment. Können Sie mir Ihre Kleidung beschreiben? I'm wearing a red jacket, camo pants and a green backpack. Ich trage eine rote Jacke, Tarnhosen und einen grünen Rucksack. Wie lautet Ihre derzeitige Position? I'm in the middle of the woods, on this trail surrounded by trees. Everything looks different at night. Ich bin mitten im Wald, auf diesem Pfad umgeben von Bäumen. Alles sieht nachts anders aus. I thought shooting a few flare gunshots might get someone's attention, but no one's come yet. Oh, ich dachte, wenn ich ein paar Schüsse mit der Leuchtpistole abgebe, sieht mich jemand, aber bisher ist noch niemand gekommen. All I did was light up the trees and make everything look even scarier. I just want to find a way out of here. Sie hat bloß die Bäume beleuchtet und alles noch ein bisschen unheimlicher aussehen lassen. Ich will einfach nur weg. Können Sie mir Ihre Umgebung beschreiben? Erinnern Sie sich an irgendwelche Orientierungspunkte? In welche Richtung schauen Sie gerade? Ich erinnere mich nicht. Ich bin in einen kleinen Bach vorbeigekommen. In welche Richtung schauen Sie gerade? Ich laufe gerade in Richtung Westen, weil ich mich noch erinnern kann, dass ich nach Osten gewandert bin, als ich ankam. Also er läuft gerade nach Westen. Das heißt, ich muss andersrum denken. Oh Gott, sei Dank, ich sehe es. Was sehen Sie? Ich bin jetzt an einer Wegkreuzung, aber ich weiß nicht, ob ich den rechten oder linken Weg nehmen soll, um zum Ausgangspunkt zu kommen. Können Sie mir helfen? Nehmen Sie den rechten Pfad. Oh Gott. Also ich bin jetzt an einer Wegkreuzung, aber weiß nicht, ob ich den rechten oder linken Weg nehmen soll, um zum Ausgangspunkt zu kommen. Können Sie mir helfen? Nehmen Sie den rechten Pfad? Nehmen Sie den linken Pfad? Ausgang, lassen Sie mich die Karte scannen. Ich bin gleich wieder da. Shit. Also, wo ist denn die Karte? Hier. So, wo ist der jetzt? Tower 3? Ah, die Karte ist auch auf dem PC, ne? Moment. Hallo? Bist du noch da? Beide Pfade sehen ziemlich gleich aus. Ich habe nur Angst, dass ich einen Fehler mache und mich bloß weiter von der Straße entferne. Ich brauche Hilfe. Yo, Bro, entspann dich. Mach keinen Stress. So, okay. Wo ist er jetzt? Wo ist er denn gerade? Der ist dead. Hike. Das ist der Killer. Ist halt die Frage, ne, ob wir den jetzt zu uns holen oder nicht. Ich sag, er muss links. Linken Pfad. Ah, ich wusste es. Ich dachte mir schon, dass mir der Pfad bekannt vorkommt. Ich hätte mir selbst diese Entscheidung nicht zutrauen können. Danke, dass Sie mir dabei geholfen haben. Gern geschehen. Im Dunkeln Entscheidungen zu treffen kann auch schwierig sein. Ich bin genau hier. Oh nein. Ich habe ein Pfeifen gehört. Ich bin genau hier. Was? Ich höre dich. Ich höre deine Pfeife. Oh nein, er war links falsch. Ich höre deine Pfeife. Das bin ich nicht. Was? Ich sehe dich hinter den Bäumen rechts von mir. Ich bin das nicht. Jetzt machst du. Oh mein Gott, wo ist mein Spray? Wo ist mein Spray? Wo ist mein Spray? Shit. Muss ich mich verstecken? Geh weg! Oh mein Gott. Ach du meine Güte, warum hast du da drin so lange gebraucht? Ich sollte nach dir sehen und klopfe schon seit Stunden. Was hast du gemacht, Kumpel? Ich mache nur noch den Bericht fertig. Ich habe einem verwirrten Wanderer geholfen. Um die Uhrzeit möge Gott barmherzig sein. Wie dem auch sei, hier habe ich deine Ausrüstung vom Turm, nur das Nötigste. Hier bitteschön, ich glaube, ich werde gleich ohnmächtig, wenn ich das Zeug noch länger halte. Nehme die Ausrüstung. Kannst du mit mir kuscheln heute Abend? Was hast du gestern Abend dort gemacht? Was meinst du? Oben im Norden, warum warst du dort? Ich würde mich da draußen nicht herumtreiben, Kumpel. Ich muss dein Lagerfeuer wegen des Rauches untersuchen.
Gott. Gott sei mir gnädig. Unangenehme Angelegenheit da oben, Kumpel. Luchse und Bären. Sei vorsichtig da draußen, Kumpel. Diese Wälder sind nicht normal und dort gibt es Dinge, die sich gerne ein Stück von dir holen würden. Ganz zu schweigen davon, dass du ziemlich weit weg wärst, wenn dir etwas zustoßen würde. Ich habe genug Dinge, um mich hier zu beschäftigen. Sag mal nix. Ich habe gehört, dass du etwas nervös bist. Alles in Ordnung. Ich gewöhne mich noch an die neue Umgebung. Erwähne den Schädel. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist er auch der Killer. Vielleicht sollen wir dem das gar nicht erzählen. Ach, ich erzähl's ihm. Er sieht... Oder Leute, ich weiß es nicht. Ist das Billy? Ja. Missing Lokalisation for Line Lolle in Strings Table. Was? German.de. der kann das gerade nicht übersetzen. Hast du ein Foto davon gemacht, bevor du ihn gereinigt hast? Ich habe nicht darüber nachgedacht. Na toll. Du weißt, dass es am besten ist, wenn wir uns an diesen Dingen nicht aufhängen, Kumpel. Außerdem können wir ohne Beweise sowieso nichts tun. Wie dem auch sei, es wird langsam spät. Ich sollte jetzt besser gehen. Halt einfach die Augen offen. Danke für die Ausrüstung, Bra. Wo gehst du jetzt hin? Ich beobachte. Oh Mann! Was mache ich damit? Okay. Okay, Leute, wir müssen es wieder raffen. Wir haben heute noch keinen Report gemacht. Wir messen jetzt die Temperature. Den Wind. Heute ist sogar schon 23 Knoten. Es wird stürmisch. 21. 57,4. Der arme Hiker. Es ist cloudy, oder? Es ist windy, würde ich sagen. Wind. Number of Hikers? 0? Aber eigentlich waren voll viele Leute bei mir. Wir haben voll die Party gemacht. Wieso kann ich das nicht melden? Einen. Report by Jack Nelson. So, was sagen die so? Was sagt Turm 12? Hat noch gar nichts reported. Die haben alle voll wenig reported. Puh. Okay, was, wie kann ich das öffnen? Meine Ressourcenbox? Meine Schwester mir irgendwas geschrieben? Nee. Ich hatte viel Hunger und ohne Abendessen ins Bett zu gehen, stimmt, ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Dann mal die Lasagne hier erwärmen. 4 Minuten. Oh. Holz. Muss ich Holz holen? Wahrscheinlich, ne? Mal gucken, ob er was sagt. Voll süß, wenn du hier kochst und so einen schönen Ausblick hast eigentlich. Hm, ja, ich habe hier noch Tassen übrig. Ich aß gerne im Bett. Geil. Wird weiter geschmatzt. Also da hätte ich jetzt schon wirklich Angst. Würde ich mich nicht wohlfühlen. Nee, sieht wirklich nicht so geil aus. Okay, fertig damit. Dann kommt es doch eigentlich jetzt in die Spüle. So, muss ich wahrscheinlich wieder meine Bretter schließen, oder? Wir schlafen gehen. Erstmal die Bretter ins Gesicht hauen. Oh, die sind schon zu. Komm ich da nicht ran, Mann? Im Bett essen ist schon nice, auf jeden Fall. Da noch eine. Ich gucke gerade alle Sex in the City-Folgen von vorn an. Ist richtig witzig. Ich glaube, der Schinken hat alles ins Rollen gebracht, Leute. Den hätte man nicht runterschmeißen dürfen. Es gibt kein Happy Ending mehr. Kann ich noch mit meinem Homie reden? Homie? Nö, will keiner mit mir sprechen. Es will keiner mit mir schwätzen. Es ist kalt geworden. Ich überlegte, den Holzofen aufzuheizen.
Kannst du mal bitte mehr Holz nehmen und vielleicht das am Tag machen als immer nachts, Mann? Wo ist denn jetzt meine Lampe? Jetzt habe ich wieder Angst. Mann. Verdammt, muss es wirklich immer machen. Die Kerzen sind weg. Ja, das habe ich ja aufgeräumt, hat er ja gesagt, warum er das weggeräumt hat. Das wäre ja wichtig gewesen für Beweise. Wieso muss ich eigentlich nicht mehr pinkeln? Kann ich nochmal aufs Klo, bitte? Nee. I don't feel good about this und es wird immer windier. Einfach nur gruselig. So voll viel Stuff. Auch wieder Spray. Alles, was ich brauche. Und ein paar Filmchen. Ah! Oh mein Gott, du blöde Sau. Holy shit. Oh mein Gott, wer bist du? Keine Angst, ich bin ein Arbeiter. Ich habe nur ein bisschen Routinearbeit auf dem Radioturm da hinten gemacht. Oh, leck. Boah, mein Puls. Wie heißt du? Ich dachte, ich sag mal dem Neuen, über den jeder gesprochen hat. Hallo. Oh, Namen können verräterisch sein. Nenn mich Silas. Nett, dich kennenzulernen, du Arsch. So arbeitest du normalerweise so spät, jeden Sonntag. Ich habe mir gerade die Filmchen angeschaut. Ich versuche nur, die Kommunikation zu schauen. Meine arme Community ist gerade auch gestorben, Mann. Jeden Sonntag, ich versuche nur, die Kommunikationslinien offen zu halten. Wir müssen uns versichern, dass jede Nachricht die richtigen Orte erreicht. Stimmst du nicht zu? Ich stimme zu. Feuer, Risiken und lass mich in Ruhe. Absolut, aber manche Feuer sollen brennen und keine Menge an Verhinderung kann sie stoppen. Was meinst du? Natur hat ihre eigenen Pläne. Manchen Dingen können nicht kontrolliert werden, egal wie stark wir es versuchen. Und manchmal sind Desaster eine andere Art von Aufräumen, ein Weg für Land, sich selber zu reinigen. Ich wollte jetzt zurück. Es wird langsam spät. Wir sehen uns dann, Silas. Eine gute Nacht, Jack. Ich hoffe, du schläfst gut, aber denk dran. Neugier kann einen an Orte führen, an die man lieber nicht gehen sollte. Auf Wiedersehen, Jack. Bra. Eine unangenehme Atmosphäre umgab diesen Typen, der einfach hier in diese Special Zone kann und höchstwahrscheinlich gleich einfach despawnen wird, weil der Entwickler nicht damit gerechnet hat, dass wir den so lang beobachten. Oder vielleicht hat er es doch. Seh dich noch. Ich sehe dich noch. Ich kann dich immer noch sehen. Immer noch. Immer noch. Immer noch. Er despawnt einfach nicht. Krass, er lässt ihn wirklich einfach abhauen. Und wir sehen ihn nicht mehr. Wird schon hell. Unangenehm. Was? Das war wirklich der Jumpscare meines Lebens. Meine Güte, ey. Boah, das war richtig unangenehm. Boah. Das hat mich echt nochmal 10 Jahre älter werden lassen. Morgen, wenn ich in den Spiegel gucke, bin ich auf einmal 10 Jahre älter. Sag ich, super. War es das wert? Nein. Ich sehe den Rauch, der aus deiner Tür kommt. Erzähl mir also nicht, dass du da nicht drin bist. Neuer. Bist du da? Ich habe gerade versucht, mein Haus abzufackeln, weil ich nicht mehr will. Ich bin hier. Endlich. Ich habe schon seit einer ganzen Weile versucht, jemanden zu erreichen. Wo warst du? Bin Silas unten begegnet. Wem? Dem Typen, der den Funkturm in der Nähe, der den Funkturm in der Nähe wartet. Ist das wegen gestern? Was meinst du? Willst du mich jetzt verarschen? Was meinst du? Der Funkturm ist schon seit Ewigkeiten nicht mehr in Betrieb. Er wurde vor Jahren stillgelegt, weil ein Blitzschlag seine Systeme zerstört hatte und die Reparaturkosten als zu hoch empfunden wurden. Der Termin für die Reparatur wurde auf die nächste große Finanzierung verschoben, was laut Mitch aber so bald nicht passieren wird. Aber mit wem habe ich dann gerade gesprochen? Also, wenn das, was du sagst, wahr ist, könnte es auch bloß wieder ein blöder Streich von einem dieser Idioten sein. Er kannte meinen Namen. Kannte deinen Namen? Glaubst du, er hat uns belauscht? Wäre möglich. Trotzdem. Aber ist es laut Regelwerk des Parks strengstens verboten, sich als Angestellter auszugeben? Das nächste Mal, wenn du ihn siehst, frag ihn ein bisschen aus oder mach ein Foto. Wir müssen das rauskriegen. Alles klar. Wie auch immer, ich sehe, dass du deinen Bericht schon eingereicht hast. Ich glaube, ich werde mich jetzt auch aufs Ohr hauen. Gute Nacht, Connor.
Punkt 12 meldet sich ab. Gute Nacht, Ende der Durchsage. Oh mein Gott. Shit, das ist ja richtig ätzend, ey. Okay. Kann ich eigentlich... Wo habe ich eigentlich meinen Fotoapparat? Habe ich den irgendwo? Hm. Du, pass auf. Zeit für Urlaub. Schlafen gehen. Mein Unbehagen wurde von Tag zu Tag größer. Als ich mich an diesen Abend abmeldete, sagte ich mir, dass es nur wegen der neuen Umgebung sei, an die ich mich gewöhnen müsste. Die Seltsamkeit, die ich bisher in diesen Wäldern gesehen habe, war noch nicht genug, um einen Alarm auszulösen. Wie auch immer, das sollte sich bald ändern. Zweite Nacht. Two nights later. Oh mein Gott. 9.18 Uhr. Naja, hast du eine Minute? Klar. Naja, habe gute Neuigkeiten von HQ. Sie sagen, wir hätten ein neues System-Update auf dem Computer. Mitch meinte zu mir, sollte dich wissen lassen, dass es ein wichtiges Sicherheitsupdate ist. Keine Schnüffler mehr, nehme ich mal an. Wie mache ich ein Update am Computer? Also, um ehrlich zu sein, diese ganze neue Technologie ist nicht so wirklich mein Ding. Ich wage zu behaupten, dass uns diese Computer wahrscheinlich gerade eines Tages die Arbeitsplätze nehmen werden. Wie dem auch sei, benutze vorübergehend die Konsole, um das neue System-Update zu verwenden. Ich bin mir sicher, dass ein junger Mann wie du sich da schnell reinfuchst. Danke, dass du es mir wissen lässt. So, was wir wollen jetzt? Update. Please enter the update package code. Wo soll ich denn das wissen? Ich weiß, wie es ist. Das ist so. Ja, abonniert GNU war es geil. Hm, wahrscheinlich steht es hier, oder? Update Reporting Software. Hm, ja, aber wie? Oder muss ich ask for extra? Send Fotos? Wo sehe ich denn die Update? Rainbow? Update. Please enter the code. Aber wo ist denn der Code? Okay. Entspann dich. Wo sehe ich denn den Code? Der Code stand auf der Schinkenverpackung. Ich hoffe nicht. Das wäre sehr schlecht. Help. Ah, hier. Update. CHKUP. Was? K-U-P-D. So, Update. True. Package Code. Ah, jetzt muss ich den Package Code. Mache ich jetzt Update. Und jetzt der Package Code 4346084. Package Code found. Looking for service. Aha. Enter the Active Line. Was ist denn die Active Line? Service Lines. Da gibt es jetzt voll viel Codes. 5416. Enter. Falsch. Busy Lines. Enter an Active Line. Nö. Nö. 5, 4, 8, 7. Oh ja, das ging. Warum? Your system is now up to date. Shit. Oh nein.
Oh. Strom war aus. Oh mein. Oh, wo ist meine Taschenlampe? Kann ich schlafen gehen? Nein. Wo ist meine Taschenlampe? Strom war aus. Taschenlampe. Taschenlampe? Wo ist? Oh ja. Okay. So, ich hab sie. Oh mein Gott. Boah, furchtbar. Natürlich einfach, gell, wenn man den Generator... Der Generator hatte kein Benzin mehr. Oh, brah. Ich wurde vom Regen pitschnass. Das ist dein kleinstes Problem, mein Freund. Shit. Wieso muss ich das immer abends machen? Bestimmt ist oben jetzt was. Warum kann ich nicht hoch? Ich musste dringend pinkeln. Mein Gott, mein Freund, kannst du nicht von oben runter pinkeln? Warum ist die... Ich wollte gerade wissen, warum. Okay, da können wir uns sicherlich verstecken. Der Schinken kommt jetzt, der ist sauer. Ich glaube auch, das ist der Zorn des Schinkens. Oh Gott. One week later. Boah, wie lange mache ich denn das? Die Zeit verging wie im Flug. Connors Generator musste repariert werden, also musste ich auch seinen Teil beaufsichtigen. Wenn es nicht brannte, habe ich nur zweimal am Tag nach Connor gesehen. Das war wahrscheinlich der einzige Zeitpunkt für ein Gespräch, außer wenn ich selbst Gespräche führe. 2:34 Uhr am Morgen, also am Abend. We got another one. I know it's late, but you're gonna wanna see this one, Jack. Ich weiß, es ist spät, Jack, aber das hier wird dich interessieren. Jack? 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 Jack, du musst jetzt aufwachen. Hast du verstanden? Oh je, was ist jetzt los? Ich nehme mal schon mal meine Taschenlampe in die Hand. Was ist los? Jack, hast du verstanden? Ich bin hier, Connor. Okay. Weißt du was? Ich habe jetzt nicht die Nerven dazu. Was ist passiert? Ich war hier meinen Arsch abarbeiten, während ich an diesem alten Generator arbeite. Und jetzt sehe ich das. Ich sehe noch einen Rauch im Westen. Siehst du, sieht so aus, als hätten wir noch einen Camper. Es sieht so aus, als wäre es in deinem Sektor. Kannst du den Campingplatz von deinem Ende anschauen? Lass mich es anschauen. Oh nein, ich will aber nicht raus. Und außerdem habe ich meinen Report gar nicht gemacht für die Nacht, Freund. Weißt du was? Ich habe es nicht mehr in mir, mich mit diesem Mist abzugeben. Ich werde dir das hier überlassen. Wenn sie dieses Mal nicht wegrennen, nehmen ihre Fotos und Ausweise. Und wenn die Lage sich verschlechtert, zögere nicht, das HQ für Hilfe anzurufen. Sag mir morgen Bescheid, ich werde etwas ruhen. Oh mein Gott, Hilfe. Warum tust du mir das an, bra? Ich hab's doch nichts. Was ist denn jetzt da? Schrauch, oder? Da. Diese Schweine. Oh mein Gott. Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte. Es ist eine Knu-Party. Die einzigen, was in diesem Moment Sinn macht, waren Beweise zu sammeln. Das sind einfach Knus. Das sind Knus. Die machen dort... Eine perverse Zeremonie. Wie mache ich denn Fotos nochmal? Wie mache ich denn Fotos? Mach ein Foto. Shit, das ist der Knu-Clan, der Gefährliche. Oh mein Gott. Nicht dein Ernst. Haben die gesehen? Shit, die Schweine. Oh mein Gott. We're fucked. Oh nein, die kommen jetzt. Scheiße. Fuck. Sagt man nicht. Darf ich mich bitte verstecken? Ich bin schlafen gegangen, oder?
Oh Gott! Oh, ich war so langsam. Aber der bleibt da stehen. Das heißt, aufgegeben? Überhaupt nicht. Ich glaube, deswegen muss man schnell rennen. Weil der bleibt da dann stehen. Ich glaube, ich sollte nichts mitnehmen. Nur dann bin ich schnell, oder? Ich muss dann aufs Klo. Und dann let's go. Okay. Ich glaube, dass es Billy war, ne? Um ehrlich zu sein, weil die Schuhe sahen... Oh nein! 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 Oh mein Gott, nein! Wo ist mein Auto? Wo ist mein Auto? Da! Oh mein Gott, da! Als das Adrenalin in mir einsetzte, ich drückte aufs Gas und fuhr zur Parkranger-Hütte. Außer Atmen funkte ich einen Alarm ins HQ. Hör zu, Jack, wir sind alle ein bisschen verrückt hier draußen, antwortete Mitch. Am nächsten Morgen haben die Behörden angeblich eine kleine Untersuchung in dem Gebiet durchgeführt. Aber natürlich gab es keine Anzeichen für ein Fehlverhalten. Niemand glaubte mir je meine Geschichte. Bleiben Sie einfach dabei, nach Bränden Ausschau zu halten, sagte Mitch. Wie auch immer. Das war das letzte Mal, dass ich in den Wald gegangen bin. Oh mein Gott. Ich habe bis heute noch ein komisches Gefühl im Bauch. Auch wenn viele Jahre vergangen sind, habe ich das Erlebnis noch in lebhafter Erinnerung. Meine Familie denkt, ich habe das alles nur erfunden, das mir aber nicht ähnlich ist, so etwas zu erfinden. Aber ich weiß, was ich gesehen habe. Ob echt oder nicht. Nach Einbruch der Dunkelheit können diese Wälder zu einem Ort für illegale Aktivitäten werden. Also wenn irgendwer von euch bald campen will, bitte bleibt vorsichtig. Nee, danke, das hat das Spiel mir jetzt zerstört. Das Foto, stimmt, ich habe doch das Foto. Oh, survive through the fourth episode. Wir haben es geschafft, oh ja. Oh, geil. Oh Gott.
Boah, das waren heftige Jumpscares, ey. Also ich liebe ja diese Spielreihe und die Episoden, weil es genau das hat, was ich liebe. Es ist irgendwie eine klare Linie, man hat Angst. Die Atmosphäre schafft es, einen Angst zu machen und die Jumpscares kicken halt immer wieder so rein. Und es ist am Ende immer wieder spannend und gruselig. Also gefällt mir voll. Ich freue mich extremst auf Episode 5. Ich glaube, es ist auch die letzte. Und ich hoffe, dass die Entwickler noch ganz viel weitere Games machen. Da, Jacksepticeye, die haben alle mitgesprochen und gemacht. Wie cool. A Game by Rail Studios. Ist es nice. Ja, geil. Geil, 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 geil. Mega nice. Also auch wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und schreibt mir gerne, wie ihr das Ganze deutet. Ich habe das Gefühl, dass es Billy war, weil die Schuhe waren ja eindeutig Billys Schuhe. Also wenn ihr nochmal zurück ins Video skippt, schaut euch mal die Schuhe an. Ich glaube, dass es vielleicht sogar die Leute selbst waren in dem Tower, könnte ich mir vorstellen, dass sie sich einfach blöd gestellt haben. Vielleicht wisst ihr mehr. Sagt mir auch, ob ihr euch erschrocken habt. Und dann sehen wir uns in den nächsten Videos. Und ich bedanke mich wie immer recht herzlich bei euch. Thank you.